dass solch eine Veranstaltung, die offen für die Zerstörung des einzigen jüdischen Staates auf der Welt aufruft, denn anders kann das Logo der Veranstaltung nicht gedeutet werden, dass solch eine Veranstaltung im Herzen Europas stattfindet, dem Kontinent, der im letzten Jahrhundert Schauplatz der größten Tragödie für die war, dies stimmt traurig und wütend. Dass meine liebe Freundin Sarah, eine Überlebende der Shoah, aus Sicherheitsgründen nicht an dieser Kundgebung teilnehmen kann. Wut und Trauer beschreiben die Gefühle in mir nicht zureichend. Dass jedoch fast das gesamte politische Spektrum Berlins und Deutschlands unisono diese unsägliche Konferenz verurteilt, dies setzt ein wenig Freude und Zuversicht entgegen. Danke dafür. Zitat Ende. Im 50. Jahr der gefeierten Aufnahme diplomatischer Beziehungen ist geduldet, Vernichtungsantisemiten in der deutschen Hauptstadt genügend Raum und Zeit zum Miteinander zu geben. Der Rechtsanwalt Nathan Kuppert fragt, ich zitiere ab. Es geht hier bei dieser Veranstaltung um keine rein akademische Übung. Hier geht es um eine Legitimation für diejenigen, die in Wort und Tat der Vernichtung der größten jüdischen Gemeinschaft der Welt, den über 6 Millionen jüdischen Bürgern des Staates Israel, diese Konferenz in Berlin stattfinden zu lassen, wird verstärkt anti-israelische Aktivitäten in Deutschland ermutigen und weiterhin die Dämonisierung von Juden und allen anderen Unterstützern Israels legitimieren. Zitat Ende. Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren, hat im Nationalen Auschwitz-Komitee in Berlin am 27. Januar diesen Jahres gesagt, ich war dabei, dass man sich ohne Angst für Israel einsetzen können müsse. Heute aber hier, meine Damen und Herren, geht es um einen Hass, der eine offene Bedrohung für Jüdinnen und Juden auch in Deutschland ist und der auch eine Bedrohung für an Freiheit orientiertes Denken insgesamt ist. Dieser Hass, meine Damen und Herren, bedroht im Übrigen auch die muslimischen Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, die an Freiheit orientiert sind, die Teil und wichtiger Teil unserer Demokratie sein müssen und wollen. Dieser Hass bedroht also das friedliche Zusammenleben in Deutschland insgesamt. Und ich frage Sie, und das ist sehr sensibel, warum sich Juden in Europa nach Brüssel und Paris nicht an Leib und Leben bedroht fühlen sollen und etwa nicht über Auswanderung nachdenken sollten. Es ist leider traurig, aber wahr. Was bedeutet es für die Zukunft unserer freien Gesellschaft hier? Unserer pluralistischen Gesellschaft hier, wenn ein Teil von ihr, ein wichtiger Teil, der diese Gesellschaft in höchstem Maße mitgeprägt hat, sich nun gezwungen würde zu gehen. Die Geschäftsführerin der Arena Berlin-Treptow, Jana Seifert, teilte der deutschen Presseagentur mit, ich zitiere, die Behörden hätten Verbindungen zwischen den Organisatoren der Konferenz und der Hamas geprüft, aber keine gefunden, Zitat Ende. Offizieller Veranstalter der geplanten Konferenz in der Arena im Bezirk Treptow hier ist die palästinensische Gemeinschaft in Deutschland. Der Berliner Innensenat nahm im September 2014 folgende Einschätzung der palästinensischen Gesellschaft vor. Ich zitiere: Als Organisation von Hamas-Anhängerinnen und Hamas-Anhängern gelten die palästinensische Gemeinschaft in Deutschland mit Sitz in Berlin sowie die ihr nahestehende Jugend für Palästina und der palästinensische Frauenverband e.V.
Zu den wichtigsten Aktivitäten Berliner Hamas-Anhängerinnen und Anhänger zählt die Organisation von Kulturabenden. Bei dem Palestinian Return Center handelt es sich um eine in London ansässige Organisation, die Verbindungen zur islamistischen Hamas unterhält. Das Palestinian Return Center setzt sich seit Jahren hauptsächlich für das uneingeschränkte Rückkehrrecht aller Palästinenser nach Palästina ein, worunter die Organisation das historische Palästina einschließlich des israelischen Staatsgebietes versteht. Das sogenannte Rückkehrrecht aller Palästinenserinnen und Palästinenser, meine Damen und Herren, meint nichts anderes als die Auslöschung des demokratischen und jüdischen Israel. Ein Ticket, das die Vernichtung europäische Ohren übersetzt. Hinter dem Ruf nach einem Rückkehrrecht verschanzen sich die Mörder, könnte man einen Satz Paul Spiegels abwandeln. Okay. Da der Flüchtlingsstatus für die Palästinenser nach der gängigen UNRWA-Definition vererbt wird, ein einmaliges Privileg nur für Palästinenser und für keine andere Flüchtlingsgruppe auf der ganzen Welt, würde das bedeuten, dass mit einem Schlag nach heutigem Stand über 5 Millionen Palästinenser ins israelische Kernland kämen. Und das wäre das Ende der israelischen Zivilgesellschaft mit allen demokratischen Rechten für alle Bürgerinnen und Bürger Israels. Denn wie sieht es in den palästinensischen Gebieten aus, was ein demokratisches Bewusstsein seiner Bewohnerinnen und Bewohner betrifft? In Gebieten, die ja seit Oslo in den 90ern weitgehend von den Palästinensern selbst verwaltet sind. Gibt es dort Meinungsfreiheit, meine Damen und Herren? Schauen wir. Ganz aktuell werden dort 17.000 Kinder wohlgemerkt, auf den nächsten Krieg gegen Israel vorbereitet. Sie werden antisemitisch, meine Damen und Herren, der letzte Sommer mit seinen antisemitischen Gewaltausbrüchen hat gezeigt, wo es Handlungsbedarf gäbe. Wir müssen alles tun, alles unternehmen, mit unseren Verfügung zu stehenden Mitteln, vor allem auch was Aufklärung, was pädagogische Programme angeht, um den Antisemitismus auch an unseren Schulen in Berlin einzudämmen. Dafür brauchen wir entsprechend gute, fundierte Programme. Der Islamismus, meine Damen und Herren, eine Gefahr für die Demokratie von innen und außen. Und wenn wir an das iranische Regime denken, wird er bis heute klein geredet. Es wird um Verständnis geworben, doch mir hat noch niemand schlüssig nachgewiesen, warum jemand, der rassistisch ausgegrenzt wird, und natürlich ist das ein großes Problem, warum jemand dabei aber gleichsam naturnotwendig zum Antisemiten wird, oder warum Israel Schuld am Antisemitismus unter Jugendlichen sein soll, einem Antisemitismus, der sich demgegenüber in Wahrheit doch aus familiären Traditionen speist und als falsche Projektion mit Juden nichts zu tun hat. Meine Damen und Herren, Islamismus ist wie Nazismus eine Gefahr für die Demokratie und das bedeutet auch, dass die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden sensibel sein müssen. Antisemiten sind autoritäre Charaktere und verstehen daher leider oft nur die Sprache auch strafbewährter Autorität. Sicher, es geht um Aufklärung, aber wir müssen auch deutlich machen, dass wir Antisemitismus gesellschaftlich ächten. Und das ist eine Aufgabe für alle Demokratinnen und Demokraten. Meine Damen und Herren, Antisemitismus bekämpfen zu wollen, ist allerdings unglaubwürdig, wenn dies mit Vorschlägen einhergeht, die einzig funktionierende Demokratie im Nahen Osten zu schwächen.
Da wird den Sagi, und im Namen der Kriegspartei auch wieder, das iranische Regierungsgeld. Unterstützer unserer Kundgebung und des Kampfes gegen Antisemitismus bei uns zu haben, Volker Beck, den Vorsitzenden der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe und auch verantwortlich in seiner Fraktion für das Thema Antisemitismus, war dazu in den letzten 2 Jahren sehr, sehr aktiv. Vielen Dank dafür, vielen Dank, dass du heute hier bist und ich gebe dir jetzt das Wort. Shalom und Salam, liebe Berlinerinnen und Berliner. Wir setzen heute das Zeichen, dass man in Berlin nicht für Hass auf die Straße gehen kann und Veranstaltungen abhalten kann, ohne dass wir hier als Stadtgesellschaft dagegen unseren Widerspruch anmelden. Das gilt für Veranstaltungen von Hamas-Freunden, das gilt für die Bergidisten. Hass und Intoleranz und Respektlosigkeit gegenüber anderen Gruppen in der Gesellschaft haben in unserer Stadt keinen Platz. Diese Veranstalter da drüben versuchen sich ja in Camouflage. Sie versuchen zu behaupten, sie treten ein für die Rechte und Interessen des palästinensischen Volkes. Wir sind für die berechtigten Interessen des israelischen und des palästinensischen Volkes. Es wird Frieden nur geben, wenn die einen die Rechte und legitimen Interessen der anderen respektieren. Deshalb treten wir ein für eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir wollen, dass es durch Friedensverhandlungen dazu kommt, dass auch ein palästinensischer Staat entstehen kann. Aber an der Seite Israels und mit Respekt vor Israel in sicheren Grenzen. Aber warum? Weil sie dagegen sind, dass es Versuche gibt,
zu einem friedlichen Ausgleich der Interessen und zur Sicherheit und Selbstbestimmung für beide Völker zu kommen. Die ernste Frage, die auch in den Verhandlungen diskutiert werden muss. Aber das Recht zur Rückkehr oder eine Entschädigung für Flucht und Vertreibung kann nicht heißen, dass durch die Rückkehr von Millionen Palästinenser ins israelische Staatsgebiet der Charakter Israels und der Staat Israel am Ende in Frage gestellt wird. Hier muss es mit Entschädigung als gleichberechtigte Bürger mit einer Zukunftsperspektive ihr Leben beginnen können. Es ist eine Schande, dass das ja nach Jahrzehnten noch nicht möglich ist. Und es muss dafür gesorgt werden, dass innerhalb der Palästinenserinnen und Palästinenser endlich eine Führung auftritt, die auch die Staatsgewalt in Gaza und in den Gebieten der palästinensischen Verwaltung tatsächlich innehat. Weil nur so entsteht die Grundlage für realistische Verhandlungen, wo nicht nur ein Papier entsteht, sondern die israelische Seite weiß, dass die andere Seite das, was sie im Papier vereinbart, auch durchsetzen kann und durchsetzen will. Das ist die Aufgabe der internationalen Politik, das zu befördern, weil dann... Aus Palästina.
Bürgerin Palästinas. Nicht so wenig. Beantworten Sie die Frage sofort. Aber beantworten Sie meine Frage. Für die eine oder zwei Stadt? Für die eine. Ja. Und dann meine Frage. Gaza? Eine Westbank? Nee, komplett. Also die Juden haben bei uns gelebt, damals. Ja. Ja, und jetzt kam ich Jude, ist kam ich in Israel oder Palästina, ist kam ein Land. Und alle haben zusammen gelebt und geblieben. Warum soll es nicht weitergehen? Warum gibt es eine Macht, die das nicht haben will? Das heißt, man muss eigentlich beide Länder aufgeben. Ja, so wie es damals war. Es gab diese Scham. Sie wollen die Engländer wieder zurück. Weder Engländer noch irgendjemanden. Die Türken. Nein, warum? Aber Sie wollen das so haben, wie es früher war. Wollen Sie, dass Hitler zurückkehrt? Ich möchte nicht mal das Adenauer zurück. Ja. Schauen Sie. Sind Sie jüdisch? Nein, ich bin Muslim. Das ist eine jüdische, aber das ist eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Okay, vielleicht habe ich es mit dem Juden. Aber ihr macht das genauso. Ja, jeder macht das. Nein, aber ich verstehe die Fragen manchmal nicht, weil die irgendwie komisch gestellt werden. Nein, zum Beispiel, nur ganz kurz. Entschuldigung. Wenn man sagt, wenn man zum Beispiel, wie gesagt, zu ihm kommt und sie aus ihrem Haus rausschmeißt und erwartet von ihnen, dass sie das Haus teilen. Sie teilen das Haus. Aber dann wird der, sag ich mal, der Feind dann frecher und schmeißt sie raus. So wie es in vielen. Was denken Sie, warum Sie viele Palästinenser gerade hier sehen? Nein, die kommen ja auch als aus Dänemark, aus Schweden. Aber ich meine. Nein, ich meine generell verteilt auf der Welt. Weil die Israelis alle vertreiben. Wissen Sie, wer noch auf der Welt wohnt? Die Armenier, die Inder, die Chinesen, die Afrikaner. Ja, aber die können zurück. Wenn wir zurück könnten, dann würden wir auch zurückgehen und unser Land. Wollen Sie zurückgehen? Natürlich. Würden Sie in Deutschland was zurückgeben? Ja. Ja. Das heißt, gar nicht behalten. Ich würde ihn schon behalten, aber wenn ich die Wahl habe zwischen Palästinensischen und Deutschen und ich habe meinen Staat, Palästina, dann würde ich meinen Deutschen abgeben. Okay. Auch wenn ich hier geboren bin. Eine gute Reise. Okay. Was auf dieser
deswegen bin ich geschockt, dass selbst die palästinensische Botschafterin dem Druck, dem unglaublichen Druck, der hier auf alle, die hier auf dieser Konferenz sprechen wollten oder sollten, ausgeübt wurde. Und ich möchte denen zurufen, den jungen Männern, die hinten im Saal geruht haben, es ist sehr, sehr schwierig, diesen Druck standzuhalten. Extrem schwierig, wenn man noch so etwas wie eine Karriere machen möchte oder vor sich hat. Und deswegen war es auch extrem wichtig, dass der Organisator dieser Konferenz zusammen mit dem Gesandten der Botschaft ein Zeichen der Einheit unter den Palästinensern gesetzt hat. Ich fordere alle Palästinenser, insbesondere die in Berlin Lebenden, noch einmal auf, sich hier wirklich einig zu zeigen, der Sache willen, damit wir einfach in der Sache vorankommen. Und deswegen habe ich mich entschieden, ganz spontan entschieden, heute hier zu sprechen. Und ich möchte Zeugnis ablegen. Ich möchte Zeugnis ablegen in meiner Eigenschaft als Rechtsanwältin, die einen Eid auf die demokratische Verfassung und insbesondere die Rechtsordnung dieser Republik geschworen hat. Als deutsche Notarin und damit als öffentliche Amtsperson und als ehemalige Abgeordnete des Europaparlaments, dass auf dieser Konferenz kein einziges Wort gegen das Existenzrecht Israels, dass kein einziges Wort im Hinblick auf die Vernichtung, Auslöschung Israels oder sonstiges gesprochen wurde, wie es immer wieder in unseren Berliner und deutschen Medien behauptet wurde, wahrheitswidrig behauptet wurde. Und ich möchte auch zusetzen, dass hier im Endeffekt sehr wenig politische Reden gehalten wurden. Es ist im Endeffekt der Schwerpunkt auf die Rechte der Palästinenser, auf das internationale Völkerrecht gelegt worden. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen hat diese Konferenz ihre Existenzberechtigung. Und wir müssen endlich anfangen, auch mal von dem Existenzrecht der Palästinenser zu sprechen. Demnach kein anderer als der Zentralrat Schuster verantwortlich ist,
wissen sich der Zentralrat sehr wohl, sehr dringend und in vollem Umfang entschuldigen und die Entschuldigung in der Zeitung drucken. Der Zentralrat wird es aber nicht tun, weil es zu schwach, zu feige und zu selbstgerecht ist. Der Zentralrat hat auch geschwiegen, als im März dieses Jahres ein jüdischer Journalist in der Süddeutschen Zeitung zu einem Rundumschlag gegen alle Muslime in der ganzen Welt ausgeholt hat. Er schrieb, jede eine Psychotherapie für 1,5 Milliarden Moslems wäre ideal. Mag sein, dass sich der Zentralrat damals nicht unbedingt verantwortlich fühlte. Es stand immerhin in der Süddeutschen Zeitung. Aber es hätte der Zentralrat der Juden, der so gern für alle Juden spricht, gut gestanden, wenn er sich von solchen Äußerungen distanziert hätte. Und als das noch nicht einmal gereicht hat, weil der Schreiber unter allen Umständen vermeiden wollte, nicht verstanden zu werden, fügte er noch hinzu, wenn der Islam zu Deutschland gehört und wenn zu Deutschland diese Geschichte gehört, dann, liebe deutsche Muslime, kommt her, lasst uns streiten, das ist Kraft, es gehört, ihr gehört hierher, aber euer wütender, selbstgerechter Antisemitismus nicht. Eine Schande sowas. Leider fehlt mir die Zeit, aber ich möchte noch sagen, wir von der jüdischen Stimme, die gerechten Frieden, wir haben dem Zentralrat und der israelischen Regierung Folgendes zu sagen, verlasst endlich diesen Irrweg. Werdet endlich Menschen, werdet wieder Juden wie Rabbi Hillel, der den jüdischen kategorischen Imperativ 2000 Jahre vor Immanuel Kant schon geprägt hat. Was du nicht willst, was man es dir antut, tue keinem anderen an. Kehrt um, Schuster und Netanjahu. Besinnt euch endlich auf die jüdische Lehre des Propheten Jesaja oder des Propheten Jeremias. In Jeremia Kapitel 6, Verse 14 bis 15 kann man nachlesen. Frieden, Frieden, und es gibt keinen Frieden. Schämen müssten sie sich, weil sie Gräuel verüben, doch sie schämen sich nicht. Scham ist ihnen unbekannt. Man könnte vermuten, Jeremias kannte der Zentralrat Netanjahu und auch Nathan Gelbart. Ich werde jetzt überspringen. Meine Rede, wer meine Rede haben will, meine volle Rede, kann sie draußen vor dem Ausgang haben. Ich habe sie ausgedruckt. Und ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass ich meinen Zorn, den ich auf diese ganze Situation habe, an der ich schon seit über 40 Jahren beteiligt bin und engagiert bin, in einem Buch niedergeschrieben habe, das ich auch draußen vorstellen möchte.